And welcome back, folks. Welcome to another episode of Let's Play Woodruff and the Schnibble of Azmuth. Last episode, I possibly broke the game. And I'm useless at using Turbo Zone, apparently. So we have to get wait for an impact of an asteroid at the Amtsschimmelzentrum in order to extract the to break the cracked Hasenhornus. Meteoriteneinschlag vor dem Amtsschimmelzentrum ist gemeldet, während sich in der Gefängnisturmregion kurzfristige Aufheiterungen entwickeln. Heftige Böen mit 217 Stundenkilometer Spitzenwert, Wetter. Okay. Let's see. If I broke the game or not. Let's try to use the tar on the spot. No. What is so funny? Okay, let's use the nut. Nope, I have another idea. Let's use the hat. Okay, let's not use that. Let's use the hazelnuts and then... just move the impact spot. Sorry for swearing. Yep. But I think I... might just have realized what I did wrong. I think we... I do remember vaguely that you have to paint the Hasenhornus with the... apply tar to it. So let's head back to the place where we gave the drunken man the coffee. Let's use the hazelnuts on the tar. So that it will stick, not not move. This will not work, will it? I'm sure this will not work. Oh, it does, actually. Fantastic. Now let's head back. Let's head back to the Amtsschimmelzentrum. And go through this yoga of waiting for the asteroid impact one more time. Mm.
Okay, let's use the torso. Ga zig sto blatz. Ein großer Meteoriteneinschlag wird auf dem Obersackplatz erwartet, ja. Während am Amtsschimmelzentrum heftige Windböen von 548 Stundenkilometern gemeldet werden. Das war die Wettervorhersage für die nächste Minute. Let's try this again. Gartzigstoplatz. Very, very slow animations. Lokal ist mit einigen Niederschlägen im Freudenviertel zu rechnen, während der Blitz sehr bald in die Knappsackgasse einschlagen wird. Diese Wettervorhersage geht ohne jegliche Garantie für eine Minute. We have to wait until he predicts the Metroid impact. Asteroid impact, I mean. Auf dem Obersackplatz werden die Sturmböen noch heftiger werden. Sie werden Spitzenwerte von 333 Stundenkilometern erreichen. Im Rotlichtviertel blauer Himmel mit einigen Schauern. Das war die Wetterschau für die nächste bla, Minute. Bla bla bla. Okay. The next weather forecast should be the one which predicts the asteroid impact on the Amtsschimmelzentrum. Let's hope this is correct. Meteoriteneinschlag vor dem Amtsschimmelzentrum ist gemeldet, während sich in der Gefängnisturmregion kurzfristige Aufheiterungen entwickeln. Heftige Böen mit 217 Stundenkilometer Spitzenwert, Wetter. Yes, that was what we were waiting for. Quick, Meteor Watch. Yeah, this is... I think this is where you can really screw up the game. If you're not quick enough. And now it sticks. And we just have to wait. And just hope that the game will not break at this point. Yeah, we have now extracted cracked the Haselnuss. Now we can go back to the Obersackplatz and get back to the Wurzug Temple and now get finally enter the Wurzug Temple. Okay, will you finally let me in, please? Asshole. We are now in the Wurzug Temple, and remember that we have one code, the code for the door of the Sage of the Talents, I guess it was. Gave us the code to his room. And asked us to tell us to greet his wife. So the code is Karlsgottsgne. Zimmer des Geschmacksweisen. Okay, that's not the sage we're looking for. It's also not the sage we are looking for. Let's look at this door. Okay, there's nothing
to see for us. Great. We have now not just a bag of garbage, but also the top of a garbage can. There's a note here. Let's read this note. Ich bin im Rat. Der Code ist Platz K. Zingru. Es ist unterschrieben mit der Zeitenweise. Okay, the sage of the time is now currently at the council and he gave us the code for the council. He's very impatient, isn't he? But then again, I'm very slow, I guess. Let's try to find the sage of the talents. This is the sage of the words. Yeah, this is the room of the sage of the talents. But before we'll enter, let's talk to the sage of the words. Ach, doch, edlerweise! Ich würde gern mit Ihnen Schwätzchen halten! Wenn ich mich nur an alles erinnern könnte, aber ich habe einen Filmriss. Es bleiben mir nur noch einzelne Erinnerungsfetzen. Yeah, he said he lost his memory. Oh, ich bin untröstlich! Was ist Ihre Funktion in dieser Stadt? Ich bin der Wortweise, Zeuge der Geschichte unseres Volkes. Derzeit aber bleiben mir die Worte weg, um's auszudrücken, denn mein Hirn streikt. Yeah, he said that he is responsible for the history of the Butzuk, but he is currently unable to perform his duties. Es irgendetwas, das ich für Sie tun könnte, Edler der Edlen? Leider können Sie mir nicht helfen, denn ich habe meine Elementarsilbe verloren, die Essenz aller Worte. Nur der Schnibbel kann sie mir zurückgeben. And he said that he lost his elementary syllable and that only the Schnibbel can provide him with it, so apparently we cannot help him, but the Schnibbel can. But let's open the door of the Sage of the Talents and Gifts. Karls Gott's Gnade. Okay, this is this and finally that. Okay, I think I remembered. Karl Ritz Gott's Gnade. Guten Tag, die Dame. Ich habe Ihren Mann getroffen, den Weisen der Begabung, in seinem Souvenirladen. Er arbeitet hart und lässt Sie freundlichst grüßen. Ah, Sie sprachen gerade von meinem Nichtsnutz von Mann. Seitdem er seine Künstlersilbe verloren hat, singt er wie ein Butzugfuß. Die anderen Weisen haben ihn aus dem Rat geschmissen, denn er ging ihnen auf die Ohren. Mir auch. Okay, his wife said that the sage of the talents is useless. I guess he is actually so. But let's actually try to talk to her one more time. Just for the sake of it. Maybe she will get angry. Wissen Sie, für uns weisen Frauen ist das Leben schwer geworden, seitdem unsere Männer Opfer einer Art Welle des Vergessens geworden sind. Die meisten von ihnen sind völlig aus dem Gleis geraten, da sie den Großteil ihrer Macht
verloren haben. Yeah. She said that the Butzug wives have a very hard time after the sages lost their functions. And I will continue to annoy the wife of the Sage of the Talents when we come back, folks. So until next time, folks, until then.